Willkommen zurück zu FPS Pro German und Far Cry 3. Neben mir sitzt immer noch der wunderbare Spanky Ham. Hallo. So, unser HUD sagt uns, wir sollen eine 1911 Feuerwaffe im Geschäft kaufen. Faustwaffe, Feuerwaffe, was auch immer. Es ist sowieso eine Feuerwaffe. Halten, das Ding zu interagieren. So, Timer ist gestellt. Und Timer, wir können jetzt eine 1911er oder 1911er, keine Ahnung, eine 1911er Faustwaffe kaufen, weil wir bisher noch nichts anderes freigeschaltet haben oder können. Wir haben auch nur $60, um so ein Teil zu leisten. Also, was ist das denn jetzt? Und was hast du gedreht? Oh, ich habe Dings gedreht. Du hast gerade Vergleich gedreht. Achso, ja, ich muss mich noch ein wenig mit der Steuerung hier kaufen wir jetzt einfach mal. Gut. Nach oben? Ja, genau. Wie macht man das? Einfach, ist schon. Einfach X drücken. Also akzeptieren. Genau. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Vergleichen, wa? Zurück. Radio Towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. I do want that. Ah. Also, alte Funktürme. Frau. Funktürme. Oh mein Gott. Hey, Dennis. Hey. Power comes from the jungle. From the island. You must learn the terrain. Know where to stand at all times. Vas uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. But you. You will learn valuable information from them. Yes. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Okay, das ist dasselbe wie bei Assassin's Creed, also. Genau, es ist Assassin's Creed verwandt, würde ich mal sagen. Verwandt. Also ja klar, merkt man ja auch dadurch, dass, dass es dieselben ja, Entwickler stimmt. sind. Stimmt, du hast recht. Montreal. Ja, stimmt. Das baut so, sozusagen fast schon aufeinander auf. Geil, ich habe eine Waffe. Oh mein Gott. Nein, okay. Calm down. R1. Achso, da ist R1. Genau. Okay. R1 ist Schießen und L1 ist Ziel. Versuch einfach mal beides. Haha, ich hab eine Waffe. Don't shoot Pew, 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 motherfucker. America. Okay, wo ist das? Ach, da. Okay, gehen wir einfach mal da lang. Wie cool die Lichtquellen das einfach mal aussehen. Ja, sieht schon cool aus. Krass. Die Grafik ist mal übelst genial. Also wie schon gesagt, es hat was mit Assassin's Creed ähnliches zu tun. Wie man schon davon herkriegt, dass man Karten aufdeckt, genau wie in Assassin's Creed. Ja, richtig, das stimmt schon. Warum höre ich nicht? Habe ich eigentlich eine Puste? Habe ich Puste? Nein, du kannst unendlich sprinten. Ach geil. Okay, YOLO. Hoppala. Ja, gibt's. Oh, scheiße! Eine Schlange. Schlange! Kannst ruhig näher rangehen. Also nicht so nah, aber schon nah. Nimm das, du Schlampe. Scheiße. Was? Stirb! Geht doch! Tja, eine Schlange mit einer Schusswaffe zu erledigen ist, das Beste, was du tun kannst. Sehr, sehr schwer halt. Wie heißt das? Genau, Texas. Willst du diese häuten? Achso. Nee, wie. Was denn? Knietmann. Mit Kreis. Das ist Viereck. Scheiße. Oh ja, yeah, I'm teabagging this one, snake, bitches. Lass uns doch weiterspielen. Also gut, ja, Schlangen, die werden in Amanaki als unrein angesehen und in der ganzen Kultur auch. Und deshalb kann man Schlangen auch nicht häuten oder ähnliches. Bei mir im Übrigen auch, ich hasse Schlangen. Aber du hast ein Reptil. Ja, ich hatte ein Reptil, aber ein Reptil. Trotzdem sind Schlangen widerlich. Sind Schlangen nicht auch Reptilien? Ja, ha. Guck mal, da. Wow, ist der Vogel hin. Da. Und weg. Lol. Und weg. Das ist immer. Wow. Noch mehr Vögel. Oh mein Gott, die Vögel. Guck dir mal diesen Ausblick an. Und dann, ich hasse diese Kreise, aber boah, ist das geil. Du könntest ja noch weiter hochgehen, dann hast du noch einen besseren hochgehen. Ausblick. Weißt du was? Halt, zu machen. Oder hast du Höhenangst? Ich hab Höhenangst. Oh scheiße, ist hoch. Man hat immer so ein beengendes Gefühl in diesen Sendern. Nein, ja. In diesen Sendern. Du weißt nicht so richtig, wo du hinlaufen musst. Oh, alles kaputt. Und es könnte alles jede Sekunde einstürzen.
Ja, ne? Und guck mal hier links die Kiste. Kiste. Die kannst du mit Viereck plündern. Viereck, nicht Kreis. Das ist eine schöne Muschel. Und Faustwaffenmunition. Lass uns einfach mal hier hoch, Dankeschön. Komm, mach hier, du Schlampe. Was denn? Einen erzürnten Blick gebe ich. Was denn? Ich jetzt Zigarren. Okay, lass uns eine rauchen. Ach, krasser Scheiß. Warum? Guck mal, wenn ich jetzt runterrufe. Warum? Warum denkst du, haben das die Produzenten gemacht? Weil dir schlecht ist? Weil oder wie nennt man die Produzenten? Hersteller? Macher Entwickler, des Spiels. Entwickler. Nee, Programmierer. Nein, oder? Doch. Nein, die Programmierer, die machen doch nur die Engine. Das funktioniert einfach so. Ja, du hast gerade den Störsender rausgenommen und den Strom aktiviert. Eine Kirche. Jetzt, das ist so, das ist doch das, total Assassin's Creed. Ja, du hast recht. So langsam und so bisschen weniger, ne? Und jetzt kannst du die Seilrutsche benutzen. Oh mein Gott, Seilrutsche. Einfach springen. Einfach nee. Also X? Mit X ist doch springen. Ach so. Seilrutsche, YOLO. Das kannst du drück mal X. Ach, schade. Du kannst dich auch früher abfangen right, lassen, huh? Wenn du X drückst. It's done. Lol, was? Show me a map. Show me that map. That map. Was ist denn das für ein Nummer? Select. Okay. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fear. Wurde waran, ja. Not nature. Wegpunkt mit Kreis. Here. Nicht viel. If you want to save your friends, you must know the jungle. Das ist wirklich viel, klar. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and kannst auch Drogen nennen. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Okay. Listen to my fucking instincts. Instincts. Where the hell do I have to go? Oh, also du siehst ja die Map und du kannst auch denke ich mal. Da ist ein Auto. Und du siehst ja auch diese Diamanten auf der Karte, ne? Ja, ich sehe die Diamanten auf der das Karte. Sind, jetzt sollte man da hingehen das und sind, dann mal die Kisten. Genau, das sind Kisten, die du einsammeln kannst. Kisten. Ach so, da lang. Ach, scheiße, wo komme ich denn da rein? Von der anderen Seite. Scheiße. Aber das ist links von dir. Also nicht da. Na! Sondern da. Es ist so voll genau, ne? Hi, Ein Fetisch. Was ist ein Fetisch? Ein Fetisch ist eine kleine Skulptur. Und in diesem Fall halt eine kleine holzgeschnitzte Hai. Skulptur. Skulptur. Und ich dachte, ich hätte einen Fetisch für Haie. Hey, Joker-Spielkarte. Granate. Ich habe eine Granate. Cool. Probier sie aus an Dennis. Dennis, fang die Granate. Wollen wir das Auto fahren? Ja, können wir machen. Halten, interagieren. Lass uns in das ultra-coole Auto steigen. Lass uns in den Dara steigen. Dara? Da ist das Horial. R1, beschleunigen. L1, bremsen. Okay. Das wie Zielen und... Nein, das ist nicht wie Zielen und Lenken. Doch, L1, R1. Na, ach, R1. Ach so, okay, gut. Handbremse halten, Fahrzeug einsteigen, verlassen, nach hinten sehen, Sitz wechseln. Okay. Dann werden wir jetzt einfach mal... Ich habe keinen Führerschein, ich bin gerade dabei, meinen Führerschein zu machen. Also, wenn wir gleich über die Klippe fahren, das ist dann meine Schuld. Ach Gott, du kannst ja keine Kupplung oder... was auch immer betätigen. Das ist trotzdem immer noch ein Auto, das ich bestimmt zum Hochfahren will. Das ist hier einfach. Ja. Ich muss noch nach links gehen. Brücke, Brücke! Oh mein Gott! Das war soll ich hier reinfahren? Ja, sollen wir hier parken? Können wir machen, wenn du willst. Ja, parken, aussteigen. Kiste. Kiste. Schöne Muschel von $34. Die ist mit Sicherheit da drin.
Oh Scheiße, das macht irgendwie. Was? Du könntest da hochklettern, aber ich glaube, das bringt dir nicht viel. Das interessiert mich nicht, ich will. Ach, wir sollen jetzt Wildschweine jagen. Ja, genau. Na gut. Und Pflanzen sammeln. Ich glaube auch, ne? Ja. Okay, Pflanze. Wo haben wir denn hier schöne Pflanzen? Da ist, da ist eine. Bring back plants and animals. Which ones? Grünes Blatt. Greifen mich Wildschweine eigentlich an? Guck mal hier, das rechts auf dem Radar. Ja, ich sehe das. Da ist es. Da ist ein rotes. Da musst du hin. Ich sehe nochmal. Das wäre gerade ein Wildschwein gewesen. Die Pflanze? Ja, das habe ich aus dem verstanden. Halt's Maul! Nicht witzig. Guck, links ist noch eine Pflanze neben dir. Die brauchst du auch noch. Ich bin doch fast auf dem Zeichen. Du wolltest doch nur die falsche Pflanze, ey. Psst. Ja, leise. Halt's Maul. Wir haben jetzt 2 von 2 grünen Blättern. Mhm. Das heißt, wir brauchen nicht mehr. Soll ich den mitnehmen? Brauchst du nicht. Okay. Nee, noch. Eine Höhle. Eine Höhle. Ich hab gar keine Taschenlampe. Doch, doch, kriegst du Wände. Fancy! Das ist ja mal geil. Die ist so in die Stirn montiert. Lol. Nee, in die Brustkorb. Iron Man. Oh mein Gott, eine Spinne! Wo? Oh, Scherz. Guck mal, da liegt noch Kleingeld neben dir. Näher ran. Wie mit auf Klo gehen. Muss es halt. hey, guck mal, wer lässt sein Kleingeld hier rumliegen? Ah ja, Fetisch. Halten! Ich hasse das. Okay, das ist nicht mehr hier drin. Das ist auch nicht mehr hier drin. Das ist innerhalb des Hauses. Wie kam jetzt hier wieder raus? Einfach so, wie du wieder reingekommen bist. Du bist gut. Einfach umdrehen. Einfach. Hahaha! Ah, okay. Lass uns jetzt irgendwas töten. Ich hab irgendwas zu töten. Ja, du darfst jetzt 2 Wildschweine töten. Ich darf jetzt 2 Wildschweine töten. Gefällt dir ich das? Ich brauch noch ein blaues Blatt. Wo ist denn das blaue Blatt? Ach so, blaues Blatt, stimmt. Ja, irgendwo. Boah, guck dir das mal an, das ist total geil. Das da hinten ist noch komplett verpixelt und hier vorne ist es total klar. Autofokus. Autofokus. Oh. Autofokus. Boah, hast du es gesehen? Ja. Voll toll, oder? Ich gehe jetzt einfach rückwärts. Oh! Oh, ausgetrickst! Du Schnuddel! Wonk! Guck mal, ein Wildschwein. Das ist ein Hausschwein. Nein, das ist ein Wildschwein. Das siehst du an dem Rücken. Okay, Du bist gerade geduckt. Ja, wie. Kreis. Oder X. Ja, du Schlampe. Yes! Boah, nur 2 Schüsse. Right. You can do this. Ich hab dich direkt ins Gesicht geschossen. Die Fresse und so. Nee, ich hätte gedacht, das ist ein Wildschwein braucht mehr. Hä? Hast du gesehen? Ja, aber das war auch ein fettes Stückchen Fleisch und kein Wildschweinfell. Außerdem ist das immer noch nicht nackt. Ja, wir sehen mal ab von der Realität. Put. Ach nee, scheiße, was muss man machen, wenn man ein Schweinchen anlocken will? Genau. Du, Schlampe! Komm her! Nicht getroffen. Und schon wieder nicht. Ah, nein, was? Lauf doch nicht weg! Oh, von hinten in den Arsch! Das arme Wildschwein. Wonk! Was war das? Wo habe ich das reingepackt? In den Beutelsack. Da ist ein blaues Blatt. Da hin. Auf den Grund. Hier ist das. Okay, das Blatt. Oh mein Gott, ich will sterben. Nein. So lange kann ich nicht mehr gegen den Film, weil ich ihn selbst gefangen habe. Du? Nein. Als Taucher? Ich kann ihn. Ah genau, jetzt kannst du mal die Karte öffnen und kannst per Schnellreise nach Amanaki zurück. Ich will aber nicht nach Schnellreise, da sind doch noch... Ja gut, dann mach das doch. Mach es! Lass dich nicht von mir ablenken. Ja, also halt mal Maul. komm her, Falken, Elfenbeinfigur. Rennen. Oh, warte mal. Da ist noch ein. Ach nee, falsch, ich bin weiter. Wer versteckt seine Wertsachen im Schweinestall? Schweine? Wildschweine. Wildschweine? Ja, da. Das ist doch ein Dings wie Wildschweine, oder nicht? Nein, das sind Schweine.
Das sind Wildschweine. Du kannst doch keine Wildschweine in einem Käfig halten. Ja doch. Die würden sich doch ausgraben oder das ganze Haus umrennen, oder nicht? Wohin gehen wir denn gerade? Mach's per Schnellreise, würde ich sagen. Nein, ich will zu dem Gebäude, weil hier noch nichts waren. Und außerdem will ich das Auto Achtung, was so mag der Hanger? Geh am besten erstmal per Schnellreise zurück, dann können wir immer noch dahin. Verstanden? Ich verstehe nicht, was dieses scheiß Problem ist. Okay, Schnellreise, was auch immer. Ich wollte eigentlich jetzt diesen scheiß Schatz da aufsammeln, aber nein, lass mich doch. Mann, Leider nein. Warum denn nicht? Zurück in Amanaki. Ja, wir haben noch. Okay. Wir haben noch gut Zeit. Ich habe nur kurz ein. Wo lang? Da die rote Tür. Rote Türen sind immer ein Zeichen für Ausgang. Okay. Sexy Lady. Opa Gangnam Style. Hey, ignoriere mich nicht, du Schlampe. Tja. Bubis. Du bist dir wohl nichts wert. Hallo. Ich bin der Typ, dem der Vase entkommen ist. Ich bin Amerikaner. Ihr habt irgendwie einen doofen Ausdruck, oder? Ich suche einen anderen. Ich suche einen anderen. Hey, weißt du, wo es sexy Babys gibt? Oh, der sieht dich. Oh mein Gott. Tja, du bist schwul. Okay, wie heißt denn der hier? Nee, ganz bestimmt nicht. Leute! Gibt's hier was zum Vernaschen? Was ist denn mit dir? Hey, du hast Blumen für mich, ne? Nein, komm her, komm. Nein, was machst du denn? Nein! Was grinst sie so komisch? Dieses Grinsen. Geh doch mal zu Dennis. Das geht. Ja, okay. Ich glaube, der vermisst dich schon. Das ist nicht Dennis. Das ist ganz bestimmt nicht Dennis. Okay, YOLO. Wo bist du denn hin? Da. Okay, ja, das ist ein leuchtender Punkt. Ich geh da hin. Sekunde. Dennis wurde erleuchtet von leuchtenden Punkt. Oh mein Gott, lass uns irgendwas töten. Dennis, we've got the plants and animals. Ooh. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Yes. Push axe. Okay. Axe. That's all. Herstellung. Now use the plant you found to craft two syringes. Auswählen. Good, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods, if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Yes. One last thing, the tattoo on your arm. It is a sign that you are special, that you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now, I will teach you the takedown. Teach you the takedown. Takedown. Lernen. Jason, you have done it well. It is done. Okay. As you become stronger. Oh, guys. Learn, choose another. Sprintschlitter, du kannst bei Sprinten Dings drücken. You have done well, Jason. Ne? Also, ein bisschen. Tatau. Telefon. Hey, Felipe. We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Lisa. Oh, shit. We have to get her back. Come, follow. Lisa. Lisa ist seine jetzige Freundin. Ja, aber das hier tun wir erst in der nächsten Folge von Far Cry 3. Treu. Bis dann. Soweit, so gut. Okay, ich sollte mal aufstehen.